Die Duvatec Garden Duo Series Germany gastierte am Samstag zum dritten Mal in der Seriengeschichte im thüringischen Hammer. Der MSC Hammer um Jan Hofmann hatte einiges an Arbeit in die Strecke gesteckt. Vieles wurde im Vorfeld angekündigt und nun perfekt umgesetzt. Besonders gelobt wurden die beiden gleichwertigen Spuren, die jegliche Staubbildung verhinderten. Auch das extra errichtete Molodrom zog viele Fans an. Sie bekamen trotz der Abwesenheit des Tabellenführers Sonny Gotcha und weiterer Spitzenfahrer exzellentes Hard Enduro Racing geboten. Gotcha hatte sich im Vorfeld verletzt und wird auch einige Zeit ausfallen. Eine schnelle Runde hatte der ACE Bikes Prolog Award zum Einstieg in den Renntag zu bieten. Inbegriffen war auch das Molodrom mit vielen Hindernissen, was der sonst doch etwas schnelleren Runde einiges an Würze verlieh. Leon Henschel konnte mit einer Zeit von 2 Minuten und 30 Zehntelsekunden vor Henry Strauß die Bestzeit holen. Mit Petzold und Millig folgten zwei Überraschungen. Mathis Millig verbesserte sich immer weiter und hat nun auf einzelnen Runden bereits Kontakt zur Spitze. Der von vielen als Werksboden bezeichnete Untergrund bot die Bühne für perfekte Gruppenrennen. Die Siege gingen an Leon Henschel und Henry Strauß. Dahinter bildeten sich vor allem in zwei Gruppenrennen spannende Duelle. Nichts schenken wollten sich dort erneut Mathis Millig, Luca Reinhold und Tim Eppelmann. Für diese drei waren es die bisher besten Platzierungen in einem Gruppenrennen. Die ersten Entscheidungen des Tages fielen ebenfalls in den Gruppenrennen. Im ersten Durchgang konnte Linus Albern erneut die Luminous Energy Hess Kids Wertung in der 85 Kubikzentimeter Klasse vor Loris Solbrig und Erik Keller gewinnen. Albert schaffte sogar erneut den Einzug ins Finale. Im zweiten Gruppenrennen konnte die Meisterin des Jahres 2022, Maria Franke, ihren zweiten Tagessieg bei den Damen holen. Das Finale startete erneut kurz nach 16 Uhr über die Distanz von 55 Minuten plus eine Runde. Leider konnte diese Distanz nicht komplett zurückgelegt werden. Erstmals in der Seriengeschichte musste die Veranstaltung vorzeitig wegen eines Unwetters nach 40 Minuten beendet werden. Es regnete so stark, dass aus dem Auf- und Abfahrten Wasserfälle wurden und die komplette MX-Strecke unter Wasser stand. Deshalb entschieden Rennleiter Jan Hoffmann zusammen mit der Serienorganisation, dass die Endwertung nach Runde 5 erfolgte. Es war einfach zu gefährlich, das Rennen fortzuführen. Bis dahin sahen die Fans eines der spannendsten Rennen der letzten Jahre. Mehrmals wechselte die Führung zwischen Henschel und Strauß. In Runde 4 konnte Youngster Strauß dann an Henschel vorbeigehen und zum Sieg fahren. Er ist damit mit 15 Jahren der jüngste Sieger in der Hard Enduro History. Und es wird schwer, dass es überhaupt noch einmal einen jüngeren Sieger geben wird. Hallo, Henry Strauß hier. Ja, der Renntag hier im Hammer ist fertig. Für mich lief es ziemlich gut. Ich konnte das Gruppenrennen und das Finale gewinnen. Die Strecke war super flüssig und ja, leider hat es leider geregnet. Im Finale am Ende, aber insgesamt Erster, also glücklich. Platz 3 belegte Paul-Erik Huster, was auch für ihn die beste Platzierung überhaupt in der Hesk-Karriere ist. Ebenfalls zurück ist mit Marcel Teuscher ein Serienurgestein in den Top 10. Nach 2 Jahren Rennabstinenz läuft es für den 37-Jährigen immer besser gegen die Youngster der Serie. Noch gehört er nicht zu den Senioren. Die Wertung ab 40 Jahre ging diesmal an Andreas Pieper. Bei den Amateuren siegte Neueinsteiger Vinces Paulus, bei den Junioren Henry Strauß und in der Pro-Wertung Leon Henschel. Die Serie geht nun in eine kleine Pause. Weiter geht es Mitte Juli in Reisersberg, wofür die Nennung Mitte Juni starten wird. Aktuelle Informationen der Duvatec Hard Enduro Series Germany sind wie immer auf hardenduro-germany.de und in den sozialen Medien zu finden.